Willkommen zurück bei Evil Gaming TV mit Ark Extinction. Und wir wollen ja jetzt den Dödikus da unten sehen. Das Level ist zwar ein bisschen mager, aber er sollte eigentlich erstmal ausreichen. Du bist auf passiv. Du bist passiv, gut. Narkotikpfeile, ja, das sollte easy peasy reichen. Oh, wir haben noch zwei Level. Ausdauer? Genau. Wo ist er? Ich muss da. Ja. Okay, eigentlich dürfte das auch beim Zweier-Dödi nicht wirklich lange dauern. Wie waren das nochmal mit halben Stacks? Ja, sag ich doch, dauert nicht lange. Da geht er. So, du folgst mir. Das sieht hier hinten gerade safe aus. Reicht halt zum Steineklopfen erstmal für unsere Bedürfnisse. Komm, Dödi. Porten wir dich nämlich rüber. Kreaturen, Dödikus Level 2. Zack. Hä? Warum sind hier? Hä? Original? Ich habe auf einen anderen Server mal diese Dinos hochgeladen auf einen offiziellen, also auf einen Nitrato-Server. Diese beiden. Und nicht bei uns im Singleplay. Warum zur Hölle kann ich den hier runterziehen? Ich werde, wenn es wirklich klappt, werde ich die hier gleich zerstören. Aber... nee, das muss ich irgendwann mal irgendwie anders ausprobieren. Hä? Warum werden die hier angezeigt? Weißt, also wenn jemand das guckt und damit erfahren ist, kann mir mal jemand sagen, warum ich auf Nitrato-Server Sachen hochladen kann und in mein Singleplay runterladen kann? Vor allen Dingen, der wird ja auch grün, dass ich ihn runterladen kann. Das darf nun mal nicht gehen. Das darf nicht funktionieren eigentlich. Also jetzt bin ich mal echt mega verwundert. So, hier den Scheiß können wir wegschmeißen. Das auch. Zwille kann weg. Das wird eh gleich alles schlecht. Erstmal geht's jetzt zurück. Ich will mal gucken, welches Level dieser Loot-Drop hat. Weil, wenn das ein kleiner Loot-Drop ist, machen wir den. Aber ich komme jetzt echt gerade nicht drüber hinweg, dass das von unserem Nitrato-Server die beiden Dinos funktionieren. Also das darf eigentlich echt nicht passieren. Das ist definitiv nicht richtig so. Achso. Sieht rot aus, ne? Oder? Es leuchtet rot, ne?
Roter ist definitiv zu schwer. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe. Rot war, glaube ich, das zweithöchste, lila das höchste oder so. Heißt, wir würden grandios an den Roten sterben. Gut. Aber wir wollen jetzt erstmal nach Hause. Und ich muss irgendwie mal in Erfahrung bringen, warum ich hier meine Nitrado-Viecher hochladen kann. Oh! Die Viecher können einen runterholen. Also, von den Dino. Was Level hat der T-Rex? Ist auch so ein kleiner? 7. Ich glaube, ich muss die Schwierigkeitsstufe vom Server hochdrehen, damit wir hier mal einen großen Tieren rankommen. Der gibt Erfahrungspunkte. Der gibt Erfahrungspunkte oder auch nicht? Auf jeden Fall Level up. Die paar korrupte Viecher machen wir auf jeden Fall noch platt. Oh ja. Die Erfahrungspunkte, die nehmen wir noch mit. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesem Zeug. Dieses komische Pulver da. Ich vergesse es immer. Auf jeden Fall kriegt er noch ein bisschen Leben. Bräuchte eine Eule, um ihn hochzuheilen. Also. Kommen wir da rüber? Ja, wir laufen da hinten lang. Okay, die Skorpione haben ihn platt gemacht. City nehmen wir mit. Brauchen wir eh für Zement und so. Ah, nee, auf dich habe ich jetzt keine Lust. Das ist mal Gewicht auch noch. Ist auch gleichzeitig unser Packesel. Lack. Schön ist, dass wir hier nirgendwo rüberkommen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Schade. Mit 3 hätten wir es geschafft.
Traut das Heim, Glück allein. Also fast. Oh. Ihr nervt. Überall diese scheiß Insekten. Nehme hier nochmal ein paar Laternen mit, dass wir Futter kriegen. Die nächsten machen wir mit Dödikus. Hoffentlich. Och man. Ich hasse diese Insekten, die nerven. Ich hab ehrlich jetzt auch keinen Bock, ständig mit Insekten zu prügeln. So, die mache ich hier noch weg und dann geht's nach Hause. Oh, wie viel haben wir jetzt? 300, das reicht erstmal, um wieder voll zu werden. Nein! Puh! Das hätte aber eben richtig in die Hose gehen können. Wir müssen hier nochmal so einen Enforcer oder sowas kriegen. Aua! Jetzt ess doch endlich mal was. Achso. Ich hab ja Level up. Noch einmal da drauf. Mal gucken, wie weit wir schon sind. Metallsachen. Kanosattel. Ganzen Burgsachen. Ich werde mal überlegen, ob ich die Castle-Mod wieder rausnehme. Das werde ich, glaube ich, hier eh nicht verwenden. Oder wenn erst in, boah, gefühlten 100 Folgen oder so. Schalldämpfer. Nanny, na, Nanny brauchen wir noch nicht. Bierfass. Ah, das nächste wichtige wäre tatsächlich erstmal Fabrikator. Und da brauchen wir noch ein paar Level für. Ah, ich denke, wir werden auch in der nächsten Folge erstmal fleißig farmen. Also zwischen den nächsten Folgen so. Vielleicht bauen wir uns dann eine vernünftige neue Base irgendwie. Alter, hier spawnen auch Kanus? Also auf dem Server, wo wir sind, war hier nicht einmal ein Raptor oder Kenon. Bin gerade echt verwundert. Das ist echt übel. Ich bin der Meinung, dass der echt noch mal mehr Nahrung braucht. Weil um einmal Energie aufzufüllen, ist eine ganz... Also, um einmal Ausdauer aufzufüllen, ist seine ganze Energie weg.
Na ja, erstmal schnell nach Hause. Eigentlich mit dem Dödikus, wo ist ein. Achso, da hinten ist, glaube ich, das Terminal. Mit Dödikus kommt ja extrem viel aus den Laternen und sowas raus. Daher sollte das mit dem Elementstopp jetzt demnächst kein Problem mehr darstellen eigentlich. Ist hier irgendwas, was mich fressen will? Nö. Kreaturen, Dödikus. Aber warum zeigt er das an? Das ist falsch. Das ist definitiv falsch. Mitkommen. Die Tiere dürfen ja gar nicht angezeigt werden eigentlich. Na komm, Dödi. Sind die Laternen hier vorne schon respawned? Ich bin auch an überlegen, ob ich die Base ein Stück versetze auf diese Plattform hier oder da drüben auf die Plattform. Lack. Oder vielleicht direkt in den Sumpf, da sind wir zu schwach für noch. Wenn da die Schlangen und sowas alle kommen. Verkacken wir. Aber das wäre doch hier so eine schöne Stelle eigentlich, wenn wir hier die Base draufsetzen. Wenn wir Fundament ein ganz kleines Stück höher setzen, dass wir so auf der Höhe hier sind. Ja. Wird doch gar nicht schlecht sein eigentlich. Oder? Das war dann hier mit Steinen gleich anfangen zu bauen. Wo ist sie hin? Das war der Affe. Wo ist die Bronze? Stumpf aus dem Leben gehauen. Hier ein Hochlevel dabei? 5? Oh. Nee. Na, ernsthaft. Ja, ich muss definitiv die Schwierigkeitsgrad anpassen und einmal alle ungezähmten Tiere respawnen lassen, also sprich per Befehl töten. Damit hier mal vernünftige Dinos spawnen, ey. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt komm, Dödikus, Alter. 10 Minuten, 10 Stunden Heimweg oder was? Habe ich Dödikus-Sattel schon erforscht gehabt? Ich glaube ja, ne? Falsch. Aber den kann ich, glaube ich, nicht im Inventar machen. Den muss ich, glaube ich, in der Werkbank machen, genau. Schon fertig? Ja. Sättel? Dödikus. Pull. Oh. Zack. Die Töpfchen packen wir erstmal hier wieder mit rein. Ja, eine neue Base ist eigentlich Pflicht jetzt.
Inventar. Den mache ich nochmal leer schnell. Puh. Wenn wir jemals so viel Kristall brauchen. Zetin sollte uns erstmal nicht ausgehen. Ich muss auch mal gucken, wo die Biberbauten nochmal waren. Das habe ich irgendwie verplant. Dass wir mal ein bisschen Zement organisieren können. Also wo auf jeden Fall welche sind, weiß ich. Aber da mit meinem Level 12er Pteradon hinzukommen, ist quasi unmöglich. Alter. Bisschen Fleisch für den Pterodon. Oh. Hat eigentlich noch genug. Voll. Hoch. Das wollte ich nicht mitnehmen, das muss der Enforcer behalten. Sonst verhungert er uns. Das nehmen wir mit. Einmal trinken. Das können wir alles droppen, so viel Fleisch. Das wird ohne Kühlschrank eh schlecht. Keulen eh. Können wir behalten erstmal, den Rest droppen wir einfach, was wir nicht brauchen. Du hier rein. Weißwein. Okay. Nee, falsch. Du folgst. Und mein Ziel angreifen. Du kommst mit. Genau. Dödikus testen. Jetzt haben wir eine Laterne. Oh, Weihnachtsvieh. Keine Ausdauer. Genau. Was? Hallo? Bisschen essen. Ich hab ein bisschen viel Hunger. Nein! Einmal zu viel. Wow.
War hier unten noch eine Laterne? Ja. Entfosser. Kommen wir immer noch nicht drüber hinweg, dass von anderen Servern die Klamotten hier angezeigt werden in den Dings hier. Terminal. Ich glaube, der braucht definitiv mehr Bärchen. Warum verbraucht denn der so viel Essen? Hau ab. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas versehentlich an den Einstellungen verändert habe. Es kann nicht sein, dass sie so viel Hunger haben. Okay, das mit dem Staub ist gut. Kristalle braucht kein Mensch so viel. Das packe ich mal ihm hier gleich rein. Zack. Eigentlich kann ich ihn das Metall und so auch da gleich reinschmeißen. Ist ja eh unser Beschützer und Transporter. Ja, das kann er auch haben. Ein, zwei Laternen möchte ich schon hier noch mitnehmen. Vorne sind gleich welche. Dann mache ich ihn auf dem Rückweg mit Stein voll. Dann machen wir auch Schluss mit der Folge. Zack. Gewicht, Gewicht. Kristalle droppen wir, so viel brauchen wir im Leben nicht. Und da muss ich unbedingt die Einstellung von der Nahrung irgendwie nochmal kontrollieren. Das kann nicht sein, dass irgendwas schief gelaufen. Naja, einen habe ich geschafft, dass der noch da ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, er farmt den nicht ab. Na toll. Ich dachte, er farmt den auch ab. Schade. Das wäre natürlich übel gewesen. Nein, ich will keine 10.000 Kristalle haben. Aber ich gucke ja auch teilweise hier von anderen YouTubern, zum Beispiel von Koya, gerne die Ark-Teile und ich glaube, da kommt auch so extrem viel bei seinen Einstellungen an Kristall raus. Also ich glaube, das ist gar nicht so krass eingestellt. Stopp, hier muss ich nochmal gucken, welches Level die hatten. 4 und 19. Den 19er nehme ich nochmal mit. Sagt die Zeit 30 Minuten knapp. Also Fakt ist, nach der Folge werde ich noch ein bisschen Solo weitermachen. Bisschen farmen. Die Einstellung vorsichtshalber nochmal kontrollieren. Weil irgendwas mit der Nahrung stimmt definitiv nicht, das ist unnormal. Das ist so nicht richtig.
So, warte, ich mach mal kurz nieder hier. Level 20. Wir steigern uns. Langsam aber stetig. Haben wir noch mehr? Nee. Machen wir uns jetzt auf dem Rückweg. Ja, wir machen uns auf dem Rückweg. Nehmen hier noch ein, zwei Steinchen mit. So, was können wir noch? Den Enforcer geben. Kurz mal gleich ein paar Blümchen pflücken. Für den Dödikus. Was er noch ein bisschen Yam-Yam hat. Och nee, hau ab. Ich höre dich. Geh weg, Vogel, ey. Ich hasse diese Klauvögel. Ich hasse sie so abgrundtief, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ernsthaft jetzt? Ey. Das ist nicht wahr. Das ist definitiv so nicht richtig. So, zack. Da haben wir auch noch einen. Ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auch Schluss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.